Kommen Sie gut und stressfrei über die Weihnachtsfeiertage und ins neue Jahr. Das wünschen Ihnen Ihre Entsorgungs- und Recyclingunternehmen HLD, Hoyerswerda, Landhandelsdienste und Glaukon Containerdienst. Seien Sie gewiss, auch im kommenden Jahr sind wir Ihre Nummer 1 für eine saubere Umwelt. Bitte beachten Sie auch die geänderten Entsorgungszeiten über die Feiertage und zum Jahreswechsel. Die Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda wünscht allen Kunden und Geschäftspartnern eine frohe, aber auch besinnliche Weihnachtszeit sowie für das neue Jahr einen gelungenen Start. Auch im kommenden Jahr sind wir zu den gewohnten Öffnungszeiten Ihr kompetenter Ansprechpartner in Sachen Vermietung und Verwaltung. Drehscheibe Lausitz. Immer zur vollen Stunde. Jetzt hier im Elsterwelle Fernsehen. Mit Informationen aus der Lausitz und Sachsen. Schönen guten Abend zur Drehscheibe am Mittwoch, dem 23. Dezember. Kurz vor den Feiertagen haben wir Sachsens Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich zum Interview getroffen. Meine Kollegen Anja Herrmann und Jan Kaufhold haben ihn unter anderem nach den größten Herausforderungen im zu Ende gehenden Jahr gefragt. Ja, schönen guten Tag, Herr Ministerpräsident Tillich. Wir sind heute hier auf Einladung bei Ihnen in der Staatskanzlei. Wir wollen natürlich wissen, wie ist das Jahr 2015 für Sie gelaufen? Wie zufrieden sind Sie, Herr Tillich? Also es gibt viel Licht und es gibt auch Schatten. Das Licht ist, wir haben so viele Arbeitsplätze wie noch nie zuvor. Sachsen hat sich auch gerade gut präsentiert mit der tausendjährigen Stadt Leipzig. Schatten ist natürlich das, was wir im Jahr erlebt haben, eben die Ablehnung gegenüber fremden Menschen, die zu uns gekommen sind, gegenüber Flüchtlingen. Auch Pegida hat dem Ansehen Sachsens nicht gut getan, das muss man ganz deutlich sagen. Und das Resümee fehlt also durchaus durchwachsen aus. Wie wird man in Zukunft mit Themen wie Pegida oder Legida umgehen? Ja, das ist eine Angelegenheit, wo ich die ganze Gesellschaft nur bitten kann, sich damit auch auseinanderzusetzen, zu fragen, was können wir anders tun, sich auch einzubringen in die Politik, in den Gemeinderäten, Stadträten, Kreistagen und in der Landespolitik. Weil durch Demonstrieren alleine können wir nichts verändern, sondern wir müssen letztendlich durch aktive Teilnahme auch etwas verändern wollen. Und zum Zweiten, natürlich ist klar, deutlich ist geworden, dass die Unsicherheit, aber auch die Angst vor den fremden Menschen natürlich dazu führt, dass wir auch wissen, dass die Integrationsaufgabe eine große wird. Deswegen müssen wir auch viel tun, dass sich der Zustrom reduziert und wir der Integrationsaufgabe auch gerecht werden. Wie setzen Sie sich mit den Sorgen der Menschen auseinander? Das ist auf die vielfältigste Art und Weise. Wir werden ja von vielen Menschen angesprochen. Ich selber mache Sprechstunden. Also das heißt, wir sind natürlich in Kontakt mit den Menschen. Aber gleichwohl ist es natürlich das eine. Das andere ist, man spürt schon und das wissen Sie ja auch als Journalisten, dass es durchaus einen Riss gibt, der durch die Teile der Gesellschaft geht. Es gibt Freundschaften, die dadurch belastet werden. Es werden Familien gibt es am Frühstückstisch Diskussionen. Und ich glaube, dass wir eben es schaffen müssen, dass dieser Riss nicht tiefer wird bzw. sich verstetigt, sondern dass die Gemeinschaft wieder zusammenfindet, dass wir gemeinsam diese Aufgabe auch stemmen wollen. Und das müssen wir auch, weil wir sind humanitär dazu verpflichtet. Die Menschen sind da. Das ist ein Stück Nächstenliebe und Mitmenschlichkeit, das von uns jeder erwartet. Sicher auch ein Thema, was bei vielen Familien jetzt an den Weihnachtsfeiertagen auf den Tisch kommt. Wie verbringen Sie die nächsten Tage, wie verbringen Sie Weihnachten? Also eigentlich ganz normal. Ich freue mich erstmal drauf, dass wir am Heiligabend dann unseren Weihnachtsbaum aufstellen werden, also ihn schmücken werden. Dann werden irgendwie gegen Mittag unsere Kinder, die schon erwachsen sind, kommen. Wir werden das erste Mal Weihnachten in Dresden feiern. In diesem Sinne? Fröhliche Weihnachten. Danke Ihnen auch. Vielen Dank fürs Gespräch. Gleich geht es weiter mit den Nachrichten, also bleiben Sie dran.
Das Team der logopädischen Praxis Schreiber sagt Danke für die gute Zusammenarbeit und wünscht allen Patienten sowie den Ärzten und Schwestern eine glückliche Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr. Logopädische Praxis Schreiber, auch im neuen Jahr die Spezialisten zur Behandlung von Sprach-, Stimm-, Sprech- und Schluckstörungen. Hoyerswerda-Altstadt, Schulstraße 15, im Haus der Konrad-Zuse-Akademie und in Königswartha, Kastanienring 37. Hier kommt eine Bank, die jeder versteht. Zukunftsweisend durch innovativstes mobiles Banking. Was hast du denn da? Die App von dieser Bank. Das kann ich alles. Ich alles. So, Meister, fertig Ihre Bank. Aber die heißen doch gar nicht Bank. Sparkasse. Der Unterschied beginnt beim Namen. Kann ich deine Nummer haben? Wichtiges sollte man nicht aufschieben. Genau wie die Sparkassen-Altersvorsorge. Unbemerkt von Patienten und Besuchern wird am Seenlandklinikum Hoyerswerda ein ganz besonderes Transportsystem genutzt. Via Rohrpost gehen hier nämlich Blutproben, Befunde oder auch mal Kugelschreiber auf die Reise von Station zu Station. Wir haben uns das Ganze mal näher angeschaut. Es handelt sich bei den eben gezeigten Aufnahmen um eine Kanalisation, Trink- oder Abwasserrohre, der liegt falsch. Diese Anlage findet man im Seenlandklinikum in Hoyerswerda. 4 Rohrlinien mit einer Gesamtlänge von rund 1 Kilometer verteilen sich über das gesamte Krankenhaus, um mit 6 km/h Post zu versenden. Rohrpostanlage heißt Transporte auf schnellsten und kürzesten Weg. Das heißt, alles, was in diese Rohrpostbüchse reinpasst und nicht schwerer ist als ca. 2 Kilo, kann mit der Rohrpostanlage transportiert werden. Das heißt, es geht von Batterien bis hin zu Blutproben, bis hin zu Laborbefunden. Also alles, was vor Mensch transportiert hat, transportiert jetzt die Post. Um die dringend benötigten Gegenstände von A nach B zu transportieren, benötigt die Anlage rund 1 Minute. Dies ist aber abhängig davon, ob das Rohr frei ist oder nicht, denn in jedem der 4 Linien kann nur eine Post gleichzeitig fahren. Ja, die Rohrpost erklärt sich ja von alleine. Rohr und Post, also die gesamte Geschichte, verläuft in einem geschlossenen Rohrsystem. Und die Post wird in sogenannten Rohrpostbüchsen verschickt, das heißt, in den Anlagen wird Unterdruck oder Überdruck erzeugt, je nachdem, in welche Richtung die Fahrt gehen soll, und damit wird die Büchse bewegt. Wenn die Post dann an ihrem Ziel angelangt ist, so erhält die stationsverantwortliche Krankenschwester über ihr Handy ein Signal, dass eine neue Büchse eingetroffen ist. Genauso leicht wie der Empfang, so simpel ist übrigens auch der Versand. Hierzu gibt man lediglich die Kennzahl der Station ein und drückt auf Enter. Den Rest übernimmt das System. Also im Monat 11.000 Mal ist der Durchschnitt. Wir sind jetzt bei 25.000 Fahrten in diesem Jahr. Das heißt, wir können aufgrund der Technik jede Transponderbüchse nachvollziehen. Und die Stationen sind natürlich unterschiedlich im Gebrauch. Am wichtigsten sind die Bereiche Orthopädie, OP-Bereiche, Mikrobiologie, Labor, Intensivstation. Um Störungen zu vermeiden, werden die ankommenden Büchsen übereinander gestapelt. Sollten 3 Büchsen nicht von den Schwestern entnommen werden, so gibt es ein automatisches Warnsignal und die Röhre muss vor dem nächsten Einsatz geleert werden. Generell wird die Rohrpostanlage durch die Mitarbeiter der Technik betreut. Die Rohrpostbüchsen haben einen Transponder, einen internen, sodass wir nachvollziehen können, wo eventuell ein Teil dementsprechend steht und wo die Rohrpostbüchse hingegangen ist. Beziehungsweise in der Anlage sind technische Vorbereitungen getroffen, der sogenannte Rohrpost-Sumpf, sodass wir also abgegangene Teile da finden können. Wobei die Rohrpostbüchsen werden ja bei uns jährlich überprüft. Alle 2 Jahre erfolgt eine Dichtigkeitsprüfung. Die sind also auch wasserdicht, wenn man also entsprechende Proben transportieren kann, werden dementsprechend auch desinfiziert, sodass wir also nie was in der Anlage finden werden, was nicht vor dort reingehört. Während eine Vielzahl der internen Poststücke ohne Probleme versandt werden können, muss ab und zu aber besonders aufgepasst werden. Denn Blutproben sind empfindlich. Hier gilt es, die Geschwindigkeit auf die Hälfte, also 3 km/h zu reduzieren, damit die weißen Blutkörperchen nicht abgetrennt werden. Nach umfangreichen Ermittlungen hat die Dresdner Polizei einen mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Der 20-jährige Mann soll vergangene Woche in den Kellern eines Mehrfamilienhauses und eines Studentenwohnheims Feuer gelegt haben. Ein Mensch wurde dabei verletzt, die Feuerwehr evakuierte mehrere Bewohner. Der Tatverdächtige verbringt nun Weihnachten hinter Gittern.
Mehr Nachrichten des Tages sehen Sie jetzt. Das traditionelle Weihnachtsmärchen in der Hoyerswerda Lausitzhalle hatte am Mittwochnachmittag Premiere. Auf die große Bühne im Saal kam diesmal Frau Holle. Mit Charme und natürlich wieder witzigen Einlagen erfreute das Stück nicht nur die zahlreichen Steppkes, auch Eltern und Großeltern kamen auf ihre Kosten. Die insgesamt 4 Vorstellungen in diesem Jahr sind restlos ausverkauft. Die Bauarbeiten an der Görlitzer Brücke in Hoyerswerda sind ein gutes Stück vorangekommen. Die Überführung ist mittlerweile abgerissen. In den nächsten Wochen werden sogenannte Bohrpfähle gesetzt, die immerhin bis zu 15 Meter tief verankert werden. Erst dann können die Widerlager für die neue Brücke montiert werden. Rund 1,8 Millionen Euro kostet der Neubau, der im November 2016 in Betrieb gehen soll. Das neue Ferienmagazin Oberlausitz ist da. Auf 100 Seiten wird zum Besuch vom Lausitzer Seenland bis zum Naturpark Zittauer Gebirge eingeladen. Die einzelnen Feriengebiete präsentieren neben Sehenswürdigkeiten natürlich auch Wander- oder Radwegrouten. Kulturliebhaber führt die Lesereise in die mittelalterlich-romantischen Städte des Oberlausitzer Sechsstädtebundes und in erlebbare Gartenlandschaften. Auch Stationen auf der Via Sacra gerade der ältesten Handelsstraße der Region werden vorgestellt. Das Heft ist kostenlos in den Touristinformationen der Region erhältlich. Schwer verletzt wurde ein Autofahrer am Dienstagabend auf der B97 zwischen Bernsdorf und Hoyerswerda. Der 24-Jährige verlor kurz nach dem Ortsausgang auf gerader Strecke die Kontrolle über seinen Golf und prallte gegen einen Baum. Die Polizei vermutet, dass der junge Mann schneller als die dort erlaubt sich 17 km/h und mit seinem Handy beschäftigt war. Die Bundesstraße musste für etwa 3 Stunden voll gesperrt werden. Ab heute werden die Tage wieder länger, aber vorerst nicht kälter. Wie das Wetter morgen zum Heiligabend wird, erfahren Sie gleich zusammen mit den Veranstaltungstipps. Immer gut informiert mit Elsterwelle, dank Ihrer Werbung und ganz ohne Gebühren. Die Weihnachtsgeschichte für Juristen. Bezug nehmend auf die aktuelle Jahreszeit und die damit in Verbindung stehende, in Kürze sich ereignende Festlichkeit christlichen Ursprungs, stellt sich der Hergang der Ereignisse des 24. Dezember im Jahre 0 unseres Erachtens wie folgt dar. Kaiser Augustus in Ausübung seiner Amtspflicht als legitime Legislativ- und Exekutivkraft beschloss die zeitnahe Durchführung eines Zensus innerhalb des Gebietes seines Herrschaftsanspruchs. In direkter Bezugnahme auf die ergangene Beschlussfassung seitens des Kaisers A. begaben sich somit Maria und Lebensgefährte Josef, welche sich in einer eheähnlichen Gemeinschaft, vergleiche § 20 Sozialgesetzbuch 12. Teil, und durch eine beidseitig abgegebene Willenserklärung zur Eheschließung gemäß § 1297 folgende BGB bereits in einem Verlöbnis befanden, an den standesamtlich aktenkundigen Geburtsort des Jesus, die Gemeinde Bethlehem. M. befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits in der Endphase ihrer Gravidität, beweisbar durch ein einzuholendes Sachverständigengutachten, und ein zeitnaher Beginn des Gebärvorgangs war daher zu erwarten. Für M.'s Gravidität war gemäß Zeugnis des Herrn Gabriel hauptberuflich tätig als Engel und in dieser Eigenschaft betraut mit der Übermittlung von göttlichen Mitteilungen, nicht eine Beiwohnung des Herrn J. ursächlich, vielmehr handele es sich um ein sakrales Phänomen, das aufgrund seiner Natur einmalig bleiben würde. Inwieweit diese Version der Geschehnisse, welche zur Zeugung des noch ungeborenen Kindes Jesus geführt haben sollen,
der allgemeinen Lebenswirklichkeit entspricht, braucht an dieser Stelle nicht näher erörtert zu werden, da J zu diesem Zeitpunkt bereits rechtsverbindlich die Vaterschaft gemäß § 1594 BGB Absatz 4 anerkannt hatte. Vor Ort suchte J nun mehrere Betreiber ortsansässiger Beherbergungsunternehmen auf, zwecks Erlangung einer Übernachtungsmöglichkeit für sich und M und auch gerade im Hinblick auf die sich in absehbarer Zeit in einer Entbindung befindliche M. Sämtliche von ihm zur Angebotsabgabe animierten Beherbergungsunternehmer konnten oder wollten jedoch kein derartiges Angebot über ein zeitlich auf eine Nacht begrenztes Mietverhältnis für eine Übernachtungsmöglichkeit abgeben und begründeten dies mit der Voll- bzw. Überbelegung ihres jeweiligen Beherbergungsbetriebes. Ein etwaiger Verstoß gegen Artikel 3 und Artikel 6 Absatz 4 Grundgesetz kann den Herbergsbetreibern zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr nachgewiesen werden, zumal eine tatsächliche Voll- oder Überbelegung der Beherbergungsbetriebe nicht sicher ausgeschlossen werden kann. Im Bestreben, eine Lösung für die aufgrund des körperlichen Zustandes der M als Notlage zu klassifizierende Situation zu finden, entschieden sich die Verlobten, in ein nahegelegenes landwirtschaftlich zum Zwecke der Nutzviehhaltung verwendetes Bauwerk auch ohne Einverständnis des Eigentümers zwecks Aufenthalt in der folgenden Nachtzeit und gegebenenfalls auch zur Durchführung des Gebärvorganges seitens Frau Ems einzudringen. Aufgrund fehlender Sicherheitsmaßnahmen desselben und der Unmöglichkeit, innerhalb einer angemessenen Frist Rücksprache mit dem Eigentümer des Bauwerkes zu halten, geschah der Zutritt zu diesem Gebäude ohne Rücksprache mit dem oder Kenntnisnahme seitens des Eigentümers, zumal auch eine fernmündliche Konsultation des Gebäudeeigentümers aufgrund der zum Tatzeitpunkt eingeschränkten Telekommunikationsmöglichkeiten nicht praktikabel war. Hilfsweise erklären wir für den Fall einer eventuellen Anklageerhebung gegen J wegen Verstoßes gegen § 123 Strafgesetzbuch, das ist der Hausfriedensbruch, dass dieses Vergehen gemäß § 34 Strafgesetzbuch aufgrund eines rechtfertigenden Notstandes unseres Erachtens nach straffrei zu bleiben hat. Es wäre ohnehin genau zu prüfen, ob überhaupt noch ein Strafantragsberechtigter lebt. Schon kurz nach erfolgtem Betreten besagten Viehhaltungsnutzungsgebäudes durch M und J setzten bei M Presswehen ein, welche den Beginn des Gebärvorgangs somit irreversibel einleiteten. Trotz der widrigen Umstände konnte die Niederkunft der M zu einem befriedigenden Abschluss gebracht werden, sodass M und J den Neonaten sogleich nach erfolgten geburtsnachbereitenden Maßnahmen zwecks Sicherstellung des für das Kind lebenswichtigen Wärmeerhaltes in eine sich vor Ort befindliche Krippe verbrachten. Zeitgleich zu den soeben dargestellten Sachverhalten befanden sich unweit der zweckentfremdeten Nutzviehunterkunft einige im Agrargewerbe als Hilfsarbeiter beschäftigte Personen, welche von ihrem Dienstherrn mit der Beaufsichtigung einer Herde Hausschafe betraut waren. Diese berichteten später übereinstimmend, dass ihnen eine sich im Flug befindliche, als Engel erscheinende Person am Himmel erschien, welche den Angesprochenen unaufgefordert mitteilte, dass ihnen ein König geboren worden sei, den und auch seinen leiblichen Vater es zu huldigen gelte. Aufgrund dieser Mitteilung verließen die sozialversicherungspflichtig, nicht nach dem Mindestlohngesetz beschäftigten Hilfsarbeitskräfte des Nutzviehhalters ihren Arbeitsort ohne vorherige Rücksprache mit ihrem Dienstherrn. Ob dieser im Nachgang auf arbeitsrechtliche Konsequenzen, deren Ergreifung ihm aufgrund der Pflichtverletzung seiner Angestellten de jure zweifelsfrei zugestanden hätte, verzichtete, ist nach derzeitigem Kenntnisstand als nicht im Rahmen dieses Sachverhaltsberichtes tradiert anzusehen. Besagte Arbeitnehmer trafen kurz nach Entgegennahme der Botschaft durch die von Herrn Gott als Boten bestellte Person am durch M und J als Übernachtungsmöglichkeit verwendeten Bauwerk ein. Nachdem sie sich von der tatsächlichen Existenz
des vom Mitteilungsüberbringer angekündigten zukünftigen Würdenträgers überzeugen konnten, erstatteten sie den umstehenden Bericht von ihren Erlebnissen und kehrten anschließend an den Ort ihrer Arbeitsausübung zurück. In der Annahme, dass es sich bei dem Neugeborenen um den Retter der Welt, Messias bzw. Heiland, handele, begannen die besagten Personen mit rituellen Lobpreisungshandlungen zugunsten des Herrn Gott. Die Bezeichnung des Neugeborenen beispielsweise als Retter der Welt ist unserer Rechtsauffassung nach nicht als Amtsanmaßung im Sinne von § 132 Strafgesetzbuch zu werten, sondern als Äußerung der persönlichen Ansichten im Sinne der Meinungsfreiheit nach Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz. Die kultischen Huldigungshandlungen zum Vorteil des Herrn G. sind durch die Religionsfreiheit gemäß Artikel 4 Absatz 1 Grundgesetz sowieso nicht justiziabel. M. und J. wurden in der Folge auch von drei ausländischen Würdenträgern aufgesucht, deren etwaige Rechtsverstöße an dieser Stelle jedoch nicht näher betrachtet werden müssen, da diese Herren als durch diplomatische Immunität geschützt angesehen werden. Ihren Aussagen folgend seien sie einem spontan aufgetretenen astronomischen Phänomen in Form eines neu aufgegangenen Sterns gefolgt, welcher ihnen den Weg gewiesen habe. Diese Äußerungen sind nach unserem Kenntnisstand nicht wissenschaftlich fundiert und widersprechen auch der allgemeinen Lebenswirklichkeit, sodass wir hier ein Ermittlungsverfahren gegen die fremdländischen Regierungsvertreter wegen eines eventuellen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, der die Wahrnehmung eines solchen astronomisch nicht belegbaren Himmelskörpers Erklärung verschaffen würde, anregen würden, wenn diese Diplomaten denn nicht durch die ihnen garantierte Immunität vor strafrechtlicher Verfolgung geschützt wären. Es kam dann noch zu einer Schenkung gemäß § 516 Absatz 1 BGB durch die nicht einheimischen Potentaten zugunsten des neugeborenen Jesus, der jedoch aufgrund seiner altersbedingten Geschäftsunfähigkeit, aufgrund des noch nicht vollendeten siebten Lebensjahres, vergleiche § 104 Satz 1 und § 106 BGB, die Annahme dieser Schenkung nicht gemäß § 516 Absatz 2 Satz 1 erklären konnte, sodass seine Eltern dies für ihn taten, und zwar gemäß § 1629 Absatz 1 Satz 1 und 2 BGB. Hilfsweise wird die stillschweigende Annahme der Schenkung durch Nichtabgabe einer Ablehnung gemäß § 516 Absatz 2 Satz 2 angeführt. Es handelt sich bei den übereigneten Vermögenswerten im Einzelnen um eine beträchtliche Menge des Edelmetalls Gold sowie Räucherwaren in Form von Weihrauch und Myrrhe. Diese Schenkung hat in Übereinstimmung mit dem Erbschaftssteuergesetz steuerfrei zu bleiben, da der steuerfrei zu bleibende Freibetrag für das Kind noch nicht überschritten war. Abschließend beschuldigen wir Sie, werte Zuschauer, der Kenntnisnahme dieses Sachverhaltsberichtes, gegebenenfalls sogar unter Äußerung diverser Laute der Belustigung, und halten hierfür die besinnliche und frohe Begehung des Weihnachtsfestes im Rahmen ihrer Angehörigen für Tat, Schuld und dem Anlass angemessen. Wir sehen einen ganz normalen Heiligabend in einer ganz normalen Familie, in einem ganz normalen Wohnzimmer, von dem eine ganz normale Küche und ein ganz normales Schlafzimmer abgeht. Die Wohnung hat eine ganz normale Wohnungstür und wir wünschen Ihnen ganz normale Unterhaltung. Lieber guter Weihnachtsmann, schau mich nicht so böse an, decke deine Rute ein, ich will auch immer artig sein. Lieber guter Weihnachtsmann, schau mich nicht so böse an. Steck dir deine Hände ein, ich will auch immer artig sein. Mama, geht das so? Ja, ich noch mal weiter. Lieber guter Weihnachtsmann, schau mich nicht so böse an. Steck dir deine Rute ein, ich will auch immer artig sein. Schatz, ist das gut so? Ja, ich noch mal weiter. Lieber guter Weihnachtsmann, schau mich nicht so böse an. Steck dir deine Rute ein, ich will auch immer artig sein. Jingle Bell, na 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 na
Hast du dein Gedicht schon gelernt? Ja. Lieber guter Weihnachtsmann, schau mich nicht so böse an. Schatz, geht das? Sitzt das gut? Üb nur brav weiter. Hallo, Opa. Setz dich doch. Lieber guter Weihnachtsmann, schau mich hallo, nicht Opa. So böse an. Hallo. Stecke deine Rute ein, ich will auch immer artig sein. Schatz, ist das so besser? Na, üb nur brav weiter. La la la, la la la, la la la. Wer kann das am Heiligabend noch sein? Und so sehen wir, dass das Normale normalerweise nicht immer das Beste ist. Und viele vergessen im Weihnachtsstress ihre Familie. In diesem Sinne, schöne Weihnachten. Christfestbar mit Krippenspiel lädt die Johanneskirche in Hoyerswerda am Heiligabend um 14.30 Uhr ein. In der katholischen Gemeinde Heilige Familie wird es um 15.30 Uhr aufgeführt. Zur Weihnachtsteestube lädt die Neustadtgemeinde im Martin-Luther-King-Haus ein. Wer den Abend nicht alleine verbringen möchte, kann hier zwischen 20 und 22.30 Uhr vorbeischauen. Die Nacht bleibt frostfrei und trocken bei 3 Grad. Der Heiligabend präsentiert sich alles andere als weiß. Ein freundlicher Mix aus Sonne und Wolken bei 11 Grad bestimmt das Tagesgeschehen. Am ersten Weihnachtsfeiertag ändert sich daran wenig. Nicht ganz so oft lässt sich Klärchen blicken, aber mit 10 Grad bleibt es sehr mild. Grau, aber warm, mit 13 Grad wird der Samstag prognostiziert. Schnee fällt also in diesem Jahr definitiv aus. Das war die Drehscheibe für Mittwoch. Wir wünschen Ihnen morgen einen guten Start in die Weihnachtstage und natürlich einen fleißigen Weihnachtsmann. Die Drehscheibe Lausitz meldet sich morgen bereits 16 Uhr mit den Nachrichten des Tages. Bis dahin, tschüss.